Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es mal um das Thema, tja, wer ist da in der Automobilindustrie noch im Hintertreffen? Nachdem ich ja schon im vorherigen Video erzählt habe darüber, dass BMW jetzt alle Modelle ausstatten will mit Elektroantrieb und das also quasi jetzt, ja, jetzt langsam halt eben angehen will, was heißt langsam angehen will, halt das jetzt in die Produktion mit einbauen will, hört man von einigen anderen Autoherstellern eher zögerliches Vorgehen. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, vielleicht für die das zu bewerten, die aktuelle Situation, aber die Frage ist, wenn man sich gar nicht mit dem Thema so beschäftigt, ist das dann nicht das Aus für die eigene Firma? Also ich meine, es wird disruptiv kommen und das, glaube ich, wird nicht mehr allzu lange dauern. Ja, Mazda zum Beispiel kommt jetzt mit diesem Wankelmotor da daher als Range Extender, aber jetzt kein rein batterieelektrisch betriebenes Fahrzeug. Und Subaru zum Beispiel hat jetzt angekündigt, das erste Elektrofahrzeug 2021 auf den Markt zu bringen. Das ist in 4 Jahren. Also, ich meine, das sind nur 200 Wochen. Also, das sind über 200 Wochen. Also, das ist eigentlich schon viel zu lang. Also, das verstehe ich nicht. Ne? Also sie wollen ein Batteriehybrid oder so, glaube ich, jetzt dann demnächst bringen, aber rein batterieelektrisch erst in 2021. Und das ist meiner Meinung nach dann der Zug schon abgefahren. Ne? Also das ist auch ein Übernahmekandidat dann. Ne? Das kann man vergessen. Ne? Also die springen ja gar nicht mehr drauf auf den Zug. Also die sind ja sowas dann von der Entwicklung nochmal 4 Jahre hinterher, wie jetzt schon die deutschen Hersteller hinterher sind. Also da verstehe ich das nicht. Ne? Ja, warum ist man da so optimistisch? Naja, schaut man sich jetzt mal an, welche Automobilhersteller in den letzten Jahren gegründet worden sind. Und dann wird man feststellen, was bauen die für Fahrzeuge? Rein elektrischen Antrieb, ne? Also es gibt keinen Automobilhersteller, der jetzt in den letzten Jahren neu gegründet wurde und der sagt, jawohl, wir bauen jetzt Verbrennungsmotoren. Falls es einfach keiner mehr haben will oder keiner mehr machen will. Nein, nur die Etablierten stehen jetzt natürlich halt da, die müssen natürlich, klar, die Produktion läuft noch und eine gewisse Nachfrage wird auch noch einige Zeit da sein, aber und auch gerade für, weil es dann immer heißt, ja, und dann in Afrika oder so, da wird ja dann trotzdem weiterhin noch mit fossilen Brennstoffen weitergefahren werden, weil die können sich das ja gar nicht leisten. Haha. Ganz im Gegenteil. Schauen wir uns das mal an. Ich meine, Afrika, Sonnenenergie steht da mehr zur Verfügung als bei uns. Die sind ja bekanntermaßen am Äquator. Da kann jedes Land seine Energie selber produzieren, ist nicht mehr angewiesen auf die Ölmultis. Also, ich meine, was Besseres gibt es doch gar nicht. Ne? Also, und vor allem braucht er ja nicht mal irgendwo elektrischen Strom haben, sondern er stellt ja 2, 3 Solarpanels auf und dann kann er sein Auto aufladen. Ne? Also, besser geht es ja nicht. Ne? Ja, ich glaube, das verkennen manche und ich glaube, da sind manche ja gar noch nicht mal so weit, das einzusehen, und das zeigt jetzt das Beispiel mit Subaru. Ne? Also ich meine, 4 Jahre jetzt noch zu brauchen,
da glaube ich, ist der Zug abgefahren. Ne? Also ist jetzt meine Meinung. Ne? Ja. Ja, bei Mazda mit diesem Wankelmotor ist erst einmal ein bisschen Goodwill, aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieses ganze Konzept mit diesen Range Extendern, dass das eigentlich so ein Übergangskonzept jetzt von vor 2 Jahren ist. Ne? Also ich meine, die Batteriegrößen, die es heutzutage jetzt gibt, ja gut, die Idee ist jetzt halt dahinter, dass man sagt, ja, das Auto ist für die Stadt konzipiert und die Batterie ist nicht sehr groß und da kann das Auto halt in der Stadt fahren. Aber wenn derjenige halt dann doch mal weiterfahren möchte mit dem Auto, dann kann er den Range Extender nehmen. Ja. Also wie gesagt, ich halte da nichts davon. Range Extender hin oder her. Das oder weiterfahren hin oder her, das ist nicht der richtige Weg. Und den Platz, was dieser blöde Range Extender dann einnimmt, inklusive dem Tank, das das Ding dann auch noch braucht, den kann man lieber dann für eine größere Batterie in Anspruch nehmen. Also das ist meine Meinung. Aber gut, wird sich zeigen. Ob sich das mal durchsetzt, wäre dann vielleicht mal das erste Auto, wo dann mal, glaube ich, serienmäßig ein Wankelmotor drin ist. Ich kenne jetzt ad hoc keins, dass ein Wankelmotor serienmäßig, glaube ich, drin ist. Da gab es ja nur so Konzeptstudien, aber ich glaube, Wankelmotor ist da, glaube ich, eher im Hintertreffen. Ja, von den anderen Herstellern hört man aber eigentlich immer, also von vielen Herstellern hört man schon positive Sachen. Ich glaube, Jaguar ist da jetzt ziemlich in die Bresche gesprungen und sagt, ja, da sehen sie die Zukunft der Mobilität und sie wollen da auf alle Fälle aufspringen auf den Zug und überhaupt. Naja, die haben es verstanden. Ne? VW hat es ja auch schon verstanden. VW hat zugegeben, dass Tesla momentan, was die Innovationen anbelangt, halt der Marktführer ist und dass alle sich an Tesla jetzt zu richten haben. Ja. Wo sie recht haben, haben sie recht. Ne? Ja, ich denke, da wird es jetzt in der nächsten Zeit wird's einige Hersteller geben. Wir werden garantiert einige Übernahmen auch sehen, so wie wir es bei Opel jetzt gesehen haben. Gut, das muss jetzt noch durch die Kartellbehörden durch, aber das ist ja meistens, sage ich jetzt mal, eine Proforma-Angelegenheit. Und da werden wir dann einige Unternehmen sehen, die den Zug verpasst haben. Und da wird wahrscheinlich Subaru mit dabei sein. 4 Jahre ist einfach, das ist einfach. Das heißt, die fangen jetzt erst mit der Entwicklung an. Also nicht mehr oder nicht weniger. Wo andere schon liefern. Ne? Tja. Ja, so ist es. Und dann gibt es so Konzerne wie zum Beispiel Fiat, die haben ein Elektroauto im Angebot. Und das Lächerliche an dem Ganzen ist, also das kann man sogar kaufen. Jetzt glaube ich, in Deutschland wird es, glaube ich, neu gar nicht mehr vertrieben, aber in den USA kann man den Fiat 500 da in der elektrischen Version kaufen. Und da sagt doch tatsächlich der Chef von Fiat selber, kaufen Sie das Auto nicht. Also wir müssen es anbieten, aber das ist ja, No-Go. Das sind so Dinge. Naja, Fiat Chrysler wird auch genau in dieselbe Schiene wie Subaru halt reinfallen. Da hat man auch so Zahlen gehört, ich weiß gar nicht. Also auch nicht in den nächsten 2-3 Jahren wird man da Autos von denen sehen, voll elektrisch. Naja. Ja, da wird es ein bisschen Umbruch geben und vermute mal den einen oder anderen Hersteller, wenn man dann halt einfach nicht mehr sehen oder der wird dann geschluckt werden. Ne? Deshalb muss man die Marke da ist, wobei die Frage ist, was ich mit der Marke. Ne? Das ist dann die nächste Frage, ne? Ob es dann unbedingt lohnt, noch eine Marke aufrechtzuerhalten. Ne? Gibt ja auch genug deutsche Automarken, die es jetzt gar nicht mehr gibt. Ne? Ja, so schaut's aus auf dem Automobilmarkt.
Und bin mal gespannt. Toyota, glaube ich, ist jetzt auch schon, haben jetzt auch schon überlegt, da einzusteigen. Ach ja, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass BMW immer noch trotzdem noch an der Wasserstofftechnologie dranhängt. Und Wasserstoff als Energieträger ist meiner Meinung nach für Fahrzeuge nicht das geeignete Medium. Ich denke, das ist eher jetzt was für möglicherweise für Flugzeuge oder für Schiffe oder Züge, ne? Aber nicht für Fahrzeuge. Aber naja, das ist halt, wird sich zeigen. Ne? Glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird, Wasserstoffautos. Das ist nett gedacht, aber es funktioniert leider nicht so. Ne? Denn das schnelle Betanken haben wir da auch nicht. Ne? Also das wird auch länger dauern als wie das Betanken eines Verbrenners. Weil man einfach nicht so schnell was in einen Drucktank einladen kann oder halt ja, am Anfang vielleicht schon, aber wenn er voll ist, wird es dann auch langsamer werden, so wie bei der Batterie auch zum Laden. Ne? Je voller der Gastank dann ist, desto mehr Druck muss aufgewendet werden, um noch mehr reinzubringen, und das dauert halt dann einfach seine Zeit. Ne? Jo. Ja, dann schauen wir mal, was da die Zukunft bringt, und bin mal gespannt. Ach ja, ein witziges Fundstück der Woche, sage ich jetzt mal, habe ich gesehen in Japan. War es in Japan? Oder Korea? Ich weiß es gar nicht mehr. In einem asiatischen Land gibt es jetzt Twizys als Carsharer, glaube ich. Und die Twizys sind ja von Renault. Und in dem asiatischen Land allerdings sind die als Nissan gebrandet. Also da ist anstelle des Renault-Logos ist dann halt das Nissan-Babbel drauf. Aber ansonsten ist das Auto genau das gleiche. Das ist ja ganz witzig, und da sieht man mal, wie eng verwoben da schon diese Nissan-Renault-Allianz ist. Ja, witzige Geschichte. Jupp. Das war's zum aktuellen Geschehen auf dem Autoherstellermarkt. Kommentare, Wünsche, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Und nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt, supportet mich bei Patreon. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.